Wir sind schon auf Sendung, ja. Willkommen hier zum 21. Das Maß ist voll 2019. Und ja, wir sind hier Backstage bei Axel Wolf, oben in der schönen, kleinen, putzigen, warmen Backstage-Wohnung. Da ist er. Ja, und hier sitzen hier schon der Michael Wiese, die Petra, seine Gattin, Lars Riel natürlich, unser Promi. Ja, und dann hier die ganze Familie Wittmann und Lewowski, die sind alle da. Da freuen wir uns riesig. Herzlich willkommen, Lars Riedel! Da ist er, lieber Lars, ich freue mich, dass du bei uns bist. Hier ist eiskalt, ich kann mich fast nicht mehr bewegen. Meine Beine sind sowas von steif. Ja, dann spring hoch. Trag mich rein. Er hat's immer noch drauf! Der Typ hat's immer noch drauf! Ja, also ohne jetzt anzugeben, aber das Maß ist wieder mal voll. Gerade das Jahr begonnen und schon ist das Maß voll. Also ich freue mich riesig. Herzlich willkommen. Ja, noch ein frohes Neues. Montag, also vorgestern, habe ich Alexa das erste Mal gefragt. Alexa, was wollen Frauen wirklich? Am Montag. Ich bin heute um 17 Uhr hier hingefahren, die hat immer noch gelabert. Ja. Ist ganz schwierig. Ich habe erfahren, es ist das allererste Mal, dass er in Dienstlaken überhaupt ist. Navi, hat er gesagt. Zum Glück gibt es Navi, sonst hätte er nicht gewusst, ne? Und alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll. Lars, ich freue mich. Ich freue mich auch. Also, dass ich nochmal in den Genuss komme, leicht. Ich habe dein Buch gelesen und da kommen wir nachher nochmal da drauf. Doch, das können wir jetzt schon mal zeigen. Also jetzt hier finde ich in die Kamera, die da hinten es nicht sehen können. Warte mal, jetzt da in der Ecke. Man sieht natürlich, man tüter nicht Lars also, Riedel. Also ich muss dazu sagen, halt, ich habe damals 20 Bilder abgegeben und habe denen überlassen, das waren aber fast alles Frauen, halt, die sollen das vorne drauf machen, was sie am meisten mögen. Ich habe da aber nichts damit zu tun. Also. Ja, und da war dann der Vierte, ging halt nicht. Na gut, dann musste der Fünfte irgendwie. Ja, und der kam aber richtig. Der kam richtig. Das waren dann die 69,40? Olympischer Rekord. Also 69, mit dem Wurf hätte ich alle Olympischen Spiele vorher auch gewonnen. Ja. Das ist schon cool. Ja, also ich meine, das ist ja, die haben ja alle genauso trainiert wie ich, manchmal sogar noch viel mehr, weil ich natürlich nicht ganz so, also ich war schon fleißig, aber ich war auch sehr effizient. Ja. Also mein Trainer hat manchmal gesagt, faul, aber egal. Ich finde es effizient, klingt schöner. So, ne, also ich habe dann wirklich mir vorher auf den Kopf gemacht, bringt das mir jetzt wirklich was? Und habe da viel rumgetestet. Ja. Also deshalb gehe ich davon aus, in manchen Dingen haben viele mehr trainiert. Am Ende zählt aber ja das, was du bringst, was du, ein Wurf reicht ja, musst du nicht sechs so weit haben. Und das war halt immer so mein Ding halt. Also auch ein bisschen auf Risiko zu gehen halt so. Ne? Ja. Und im letzten Versuch hat mich dann ein bulgarischer Diskuswerfer gefragt, ob er Magnesia, ich hatte natürlich, wir sind so trainiert worden, dass wir nämlich alles dabei haben. Ja. Ne, so. Ja. Und ja, und dann hast du Magnesia-Topf halt, wo das Magnesia drin ist und so. Und dann hat er mich gefragt, ob er es kriegen kann. Ja. Das ist ganz logisch, klar. Ja. Das andere war alle, gebe ich dem das halt. Der hat sich auch bedankt dann bei mir danach, indem er 6 cm weitergeworfen hat und ich war auf Platz 4. Ja, man lacht, aber... Für mich war es im Nachhinein gesehen das Beste, was mir passieren konnte. Wenn ich damals Dritter geworden wäre, wäre ich sofort gefragt worden, ob ich hier in die Partei gehen möchte, dopingmäßig, ob ich jetzt nicht langsam mal dran denken würde, mal was zu nehmen und so weiter. Ja. Im Nachhinein guckst du manchmal so zurück und sagst, siehste, guck mal an, diese Enttäuschung damals war das Beste eigentlich auf dem Weg, halt, was du besser konnte. Also, das passiert öfters, ne, wenn man mal so zurückdenkt. Halt, so. Lars Riedel, in Dienstlagen. Ganz fantastisch. Wo ist denn die liebe Laura? So, und jetzt übergebe ich an den Clubvorsitzenden oder wie auch immer. Bitte. Ja, liebe Laura, du bist dann die zweite Dame im Bunde. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und das Trikot ist für dich. Hör mal, das steht hier. Fantastisch. Herzlichen Glückwunsch.
bisschen spät. Mein lieber Michael, schön, dass du da bist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich riesig, dich auch hier in deiner Funktion des BSS und was jetzt BSS heißt, das wirst du uns gleich erklären, hier bei uns zu Gast bist. Wie bist du dazu gekommen? Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe zwei Töchter, eine davon hat eine geistige Behinderung, ein Down-Syndrom. Also du bist betroffen. Und von daher ist man natürlich in dem Thema von klein auf drin, die ist jetzt 33 und damit bin ich seit 33 Jahren in diesem Thema. Ja. Man ist ja dann auch ehrenamtlich tätig und vor 8 Jahren dann bin ich dann freundlich, bestimmt, überzeugt worden, bei der nächsten Vorstandswahl doch mal meinen Hut in den Ring zu werfen. Aha. Und voller Überraschung gab es eine einstimmige Wahl. Das war getürkt, Leute, das war getürkt. Das heißt, BSS steht auch für Sport, für Spaß und auch für... Bewegung, Sport, Spiel heißt dieses BSS. Das heißt also, es geht in keinster Weise um Leistungssport, sondern wirklich tatsächlich Bewegung. Was wir gerade auch hatten, genau das ist auch meine Meinung, Bewegung ist ganz wichtig. Ja, und dass es über Sport geht, ist eigentlich klar, aber... Spiel und damit auch Spaß steht bei uns im Vordergrund. Nochmal bei uns. Und wir sagen herzlichen Dank, lieber Michael Wiese, dass du bei uns bist. Ja? Willkommen! Jawohl, setz dich! So. Hast du was zu trinken? Und wenn nicht, was möchtest du trinken? Eine Cola Light. Hat die Mama jetzt geantwortet oder die Liv? So, wie ging das los? Schon gemerkt, im Bobbycar schon als Bobby Boat umgestiegen oder wie war das? Das erste Mal, da kann ich mich aber nicht mehr dran erinnern, wo ich wirklich auf dem Wasser war, war da auf der Hochzeit von meinen Eltern mit 8 Monaten. Also die ist ja ein Talent, also wirklich, also Dienstlagner Talent ist jetzt nicht nur ein Wort, sondern ne, Sport und Musik, Cello und du bist im Musical und du singst. Genau. Kannst du mal was, ja, willst du was singen wollen? Nur wenn wir zusammen singen. Turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. 'Cause everything is never as it seems when I fall asleep. Ja, Melvin. Wenn du so weitermachst, dann und der nochmal krank wird, weiß ich nicht. Vielleicht können wir mal drüber sprechen, ne? Okay, Stichwort Freunde. Einen festen Freund noch nicht? Doch. Alles früher, okay. Aber, und das kriegst du alles unter einen Hut. Freund, Cello, Kanu, Musical, BTS, Schule. Nee, also Schule ist ja... Nee, also. Schule. Und Papa ist und Mama sind natürlich auch stolz auf dich, denke ich. Ja. So, und dein Papa war mal Olympionike, ne? Ja. Und zwar genau 1996 in Atlanta. Ja. Und war das auch jetzt so, dass du dich zurückziehen musstest und sagen so, wie machen wir das jetzt? Nein. Du hast dein Ding durchgezogen? Es gibt keine Katakomben unterm Wasser. Nein, das gibt es. Nein, das gibt es. Ihr könnt... das. Da geht es mittendrin. Ich muss mal. Ich freue mich so sehr, dass die beiden in Atlanta waren, obwohl ihr das, ihr habt euch da natürlich nicht gesehen, nehme ich an. Das war ja wahrscheinlich immer. Ja, wir waren genau. Fokussiert auf die brasilianische Wolperin. Und Ach so, ja. Lars Riedel. Live in Dienstlaken beim 21. Das Maß ist voll. Wir sagen ganz, ganz recht herzlichen Dank. Ich habe es so empfunden, ich hoffe, Sie und ihr auch. Kurzweilig und ich glaube, die Leute waren nett zu dir. Ja? Also, vielen herzlichen Dank, lieber Lars. Vielen herzlichen Dank, liebe Liv. Vielen herzlichen Dank, lieber Micha.